Highway TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark. In unserem Infotainment haben wir diese Themen für Sie zusammengestellt. Gemeinsame Zukunft für MSC und Innofreight. Heldenzirkus mit Melissa Naschenweng. Kidsmania in Leoben. Schulschlussfest in Bruck. HTL Kapfenberg lädt zum größten Klassentreffen. Leoben Summer Nights mit Hits von Elton John. Oldschool Bastards rocken Brucker Schlossberg. Five in the City erobert Kapfenberg. Und in Kultart ist Patricia Scheuchenstuhl zu Gast. Zuvor in den News: Kapfenberger Freibad nach Umbau wieder geöffnet. Rennspaß mit E-Karts im Innopark. Ehrung verdienter Persönlichkeiten in Bruck. Gelebte Inklusion in Kapfenberg. In unsere Zukunft besuchen wir die Manufaktur Matauschek. Mit dem Beginn der Sommerferien sperrt jetzt auch das Kapfenberger Freibad wieder auf. Die vergangenen Monate wurden genutzt, um die Anlage grundlegend zu modernisieren. Wir haben im Herbst begonnen mit der Sanierung unseres Freibades. Es sind noch ein paar Arbeiten zum Fertigstellen, aber der Großteil der Arbeiten ist fertiggestellt. Wir sind seit heute im Betrieb. Teilbereiche sind noch gesperrt, wie die große Liegewiese. Da dauert es noch ein bisschen, bis der Rasen angewachsen ist. Aber wie gesagt, Gott sei Dank schönes Wetter. Heute der erste Tag genießen des Freibades. Im Mittelpunkt der Arbeiten stand der Neubau der Filteranlage. So wird zum einen die Handhabung erleichtert, gleichzeitig wird Energie gespart. Man sieht eigentlich nicht viel, außer dass wir neue Platten verlegt haben und neue Umkleidekabine bekommen haben, aber es ist eine enorme Erleichterung für uns, da die komplette Filtertechnik jetzt digitalisiert wurde. Wir sehen alles am PC, können es besser verfolgen, besser handeln. Also wir haben die Wasserqualität verbessert für unsere Badegäste und zugleich für uns auch das Handling der Anlage erleichtert. Ohnehin spielt das Thema Nachhaltigkeit im Kapfenberger Sportzentrum eine große Rolle. Wir nutzen alles aus, wir nutzen die Abwärme, wir nutzen Solaranlage zum Heizen unserer Becken, wir nutzen die Abwärme vom Hallenbad, um die Fortluft wieder die Wärme herauszubekommen und der Zuluft hinzuzuführen, also wir sind auf sehr hohem Niveau. Durch den millionenschweren Umbau wird auch die Sicherheit für die Badegäste zusätzlich erhöht. Sehr viel Geld in die Hand genommen worden, also in Summe knapp 4,1 Millionen Euro für die gesamte Sanierung. Chemie und Chlorgas wurde aus dem Bäderbereich entfernt, wurde im hinteren Bereich der Stadthalle montiert, sodass das Gefahrenpotenzial auch nicht mehr direkt bei den Badegästen ist. Damit steht einem unbeschwerten Erlebnis im Kapfenberger Freibad nichts im Wege. Steiermark und Motorsport, das passt gut zusammen. Davon konnten sich jetzt etliche Besucher des Innoparks überzeugen, die in der Garage kostenlos die eine oder andere Runde drehen konnten. Das wird gut angenommen, erfreulicherweise. Wir haben Vereine, die hier sind, wir haben das Übertrotte Kreuz schon zu Gast gehabt, aber auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Innofreight und auch andere Bruckerinnen und Brucker, die uns hier besucht haben und ein bisschen Formel-1-Feeling in Bruck erleben wollten. Das notwendige Know-how kam aus Deutschland. Unternehmer Sven Heidfeld tourt mit seinen Karts durch den deutschsprachigen Raum und macht dir jetzt in Bruck Station. Das Besondere ist, dass es Elektro-Karts sind, das heißt, wir können die drosseln oder auch schneller machen. Wenn Kinder fahren, machen wir die ein bisschen langsamer. Und wenn die großen Wilden fahren, dann ein bisschen schneller. Und haben hier eine mobile, coole Strecke aufgebaut, haben alle mächtig Spaß und sind zufrieden, dass wir hier sind. Bevor die Teilnehmer die Strecke in Angriff nehmen konnten, gab es noch wertvolle Tipps vom Profi. So stand einer lustigen Jagd nach der Bestzeit nichts mehr im Wege. Man muss den Schwung mitnehmen. Wir haben die natürlich ein bisschen gedrosselt und man muss den Schwung mitnehmen, gar nicht so viel bremsen, die Leitplanken nicht berühren und dann ist man schnell. Und wer weiß, vielleicht heißt es ja auch im kommenden Jahr wieder Strecke frei im Innopark. Eine Ehrung ist immer etwas Besonderes. Im Bruck an der Mur wurden jetzt gleich drei verliehen. Zwei davon gingen an Betriebe aus der Region.
Heute haben wir das Gemeindewappen an zwei Unternehmen verliehen, und zwar Gasthaus Ebner in Übelstein und Gasthaus Buster am Madareck. Da sind wir natürlich unendlich stolz. Außerdem erhielt der Geschäftsführer außer Dienst der Stadtwerke Bruck den Eisernen Brunnen in Gold mit Brillant. Eine besondere Verleihung ist an Geschäftsführer außer Dienst Andreas Bernhard Schmidt. Er hat heute den Eisernen Brunnen in Gold mit Brillant bekommen für tolle Leistungen für das Unternehmen. Er war ja 11 Jahre lang auch maßgeblich daran beteiligt, dass das Unternehmen gut dasteht. Und da sind wir natürlich auch stolz, und deswegen ist auch er heute von uns geehrt worden. Alle drei Geehrten haben die Region bereits positiv verändert. Mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit haben sie alle dazu beigetragen, Bruck mitzugestalten und es so für die Bruckerinnen und Brucker attraktiver zu machen. Ihre Dankbarkeit für diese Auszeichnung sieht man ihnen auch deutlich an. Die Emotionen sind schon sehr hoch. Es ist schon eine besondere Ehre, so eine schöne Auszeichnung von der Stadtgemeinde Bruck zu erhalten. Weil ich noch einmal Danke sagen muss. Ja, wir sind sehr stolz, dass uns die Stadt Bruck an der Mur da ehrt. Wir sind da junge Wirtsleute, aber wir haben für die Schwiegereltern den Gastbetrieb übernommen. Jetzt mittlerweile schon vor 22 Jahren bin ich dazugekommen, meine Frau schon 98. Und wir sind sehr stolz, dass wir das auf unserer Homepage und überall das Stadtwappen nehmen dürfen. Für Andreas Bernhard Schmidt war es aber nicht nur eine Ehrung, sondern auch der Beginn seines wohlverdienten Ruhestands. Es ist ein toller Abschluss, es ist ja der Ausdruck dessen, dass man eben etwas erreicht hat, dass die Dinge gut gelaufen sind. Das ist ja nicht selbstverständlich, es können auch Dinge schlecht laufen, das wissen wir alle, der im Leben steht. Und deswegen freut mich es umso mehr, weil es eben ein Ausdruck dessen ist, dass sich die Stadtwerke der letzten Jahre im Rahmen der Belegschaft toll entwickelt hat und auch weiterhin toll entwickeln wird. Und auch wir wünschen den Geehrten herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Berührungsängste zwischen den Menschen mit und ohne Beeinträchtigung abbauen. Das ist das Ziel des Projekts zwischen dem Gymnasium Kapfenberg und der ASO, der Allgemeinen Sonderschule. Dem Team der ASO Kapfenberg ist es sehr wichtig, gemeinsam zu sein, gemeinsam zu arbeiten und zusammenzukommen, weil ich glaube, so kann der Inklusionsgedanke, eine gemeinsame Welt für alle, weitergetragen werden. Und uns ist es wichtig, die Talente unserer Kinder, unserer Schüler und Schülerinnen sichtbar zu machen. An verschiedenen Stationen haben die 29 Schülerinnen und Schüler der ASO die Möglichkeit, ihre Talente zeigen zu können. Wichtige Bindeglieder, um Brücken zu bauen, sind Tiere. Therapiebegleithund Fini ist daher an diesem Vormittag selbstverständlich mit von der Partie. Ich glaube, was die Tiere leisten können, das können wir Menschen nicht leisten. Die haben ein Gespür für Dinge, die unsichtbar vielleicht sind, die wir nicht sehen. Bereits zum 4. Mal findet dieser Besuch statt. In diesem Jahr ist die ASO Gastgeber. Für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ist Inklusion natürlich nicht nur an diesem Tag Thema. Vor allem heuer im Deutschunterricht habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, eben mit den Kindern ein literarisches Werk zu lesen, das Menschen mit Behinderung als Thema hat. Und so sind wir auch darauf gekommen, dass wir wieder eine Kooperation mit dieser Schule eingehen. Und ich denke, dass nach diesem Tag die Kinder auf jeden Fall mit einem großen Mehrwert nach Hause gehen werden. Wenn es Menschen trotz aller Unterschiede gelingt, sich gegenseitig in den Blick zu nehmen und füreinander zu öffnen, dann können nur beide Seiten gewinnen. Loredana, heute habt ihr Besuch von Schülern vom Gymnasium. Wie ist der Tag für dich? Gut. Cool, weil da sind ein paar Kinder von der Kirche hier. Das heißt, du kennst die Besucher? Ja, 2 von denen. Ja, es ist natürlich sehr spannend, weil wir sowas in der Art noch nie gemacht haben. Ja? Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich glaube, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Lieber Vater, was ist für dich Nachhaltigkeit? Du, Nachhaltigkeit ist für mich überall. Wir sitzen auf Nachhaltigkeit, alter Sesslift, jetzt Schaukel. Wir sitzen mitten in einem Obstgarten. Das ist Nachhaltigkeit.
Was ist es für dich, lieber Sohn? Ja, Nachhaltigkeit ist für mich langlebige Produkte, Mitarbeiterbindung, Solarenergie, Recycling. So definieren Franz Matauschek und Franz Matauschek Nachhaltigkeit. Und so lautet auch die Firmenphilosophie der Manufaktur Matauschek. Sowohl für die Produkte, die sie ausschließlich in Kapfenberg produzieren, als auch oder besser noch speziell für ihre Mitarbeiter. Der einstige Eisenbearbeitungsbetrieb hat sich im Laufe seiner 111-jährigen Familien- und Firmengeschichte zum Aluminium-Leichtmetall-Handwerksbetrieb gewandelt und gilt heute als Spezialunternehmen, das für österreichische Qualität steht. Made in Austria ist für mich, ein Produkt herzustellen in Österreich mit Menschen, die langjährige Mitarbeiter sind, mit Partnern, die langjährige Mitarbeiter sind, möglichst aus der nächsten Umgebung kommen. Am besten aus der Nachbarschaft, so wie bei uns. Kurze Transportwege, höchste Qualität, Langlebigkeit, das ist Made in Austria. Recycling ist ja auch ein großer Punkt bei uns. Absolut, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, so funktioniert es auch. Unsere Profile sind zu 85% bereits aus recyceltem Aluminium. Bierdosen, Cola-Dosen, Autoteile. Das alles bezeichnen Vater und Sohn als messbare Nachhaltigkeit. Einen besonderen Wert legen sie aber auf nachhaltige Mitarbeiterführung und somit auf spürbare Nachhaltigkeit. Es geht auch darum, dass man nicht nur in der Arbeitszeit sich um seine Mitarbeiter kümmert, sondern auch außen drum. Für sie da ist, Wohnungen besorgt, Autos besorgt, Jobs besorgt. Einer hilft, wenn es einfach einmal schwierig ist und sie dringend dich an einem speziellen Ort brauchen, was auch immer. Menschlichkeit, Toleranz, Verständnis und Ehrlichkeit. Werte, die für ein harmonisches Miteinander unabkömmlich sind. Der familiäre Umgang, das gute Teamgefüge und auch den Spaß, den was wir da in den tristen Alltag ein bisschen reinbringen bei uns. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren schon im Unternehmen. Das heißt, also dadurch zeigt es auch, dass es für mich ein angenehmer Arbeitsplatz ist. Und wenn es so ist, möchte ich noch weitere 20 Jahre im Unternehmen sein. Das ist für mich Familie, Firma Matauschek. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Regionalfernsehen für Bruck, Kapfenberg und Leoben. Wir recherchieren, produzieren und sind immer dann vor Ort, wenn es interessant wird. Du bist flexibel, kreativ und willst immer up-to-date sein, dann bist du bei uns genau richtig. Naja, oder du filmst halt gern. Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Highway-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Reederei MSC und der Brucker Bahnlogistiker Innofreight luden kürzlich zu einer großen Gala ins Hotel Böhlerstern. Dort sprachen die beiden Unternehmen über ihre gemeinsame Zukunft und ihr gemeinsames Ziel, den Güterverkehr von der Straße auf die Schienen zu verlagern. Marco Mitterböck und Florian Mitteregger waren für Sie mit dabei.
Das Kapfenberger Hotel Böhlerstern erlebte kürzlich eine echte Sternstunde. Unter dem Motto Celebrating Excellence gaben die weltgrößte Reederei MSC und der Brugger Bahnlogistiker Innofreight bekannt, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Heute haben wir hier die Geburtsstunde. Das ist ein toller Moment. Ich freue mich, dass auch Leute von MSC in Genf gekommen sind, um gemeinsam mit uns zu feiern. Im Juli des Vorjahres haben die Gespräche über eine mögliche Kooperation begonnen. Heute können wir bereits gemeinsam feiern. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen ein großes Ziel, nämlich den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern und so Umwelt und Menschen gleichermaßen zu entlasten. It's family business, so the owner from MSC likes the cooperation. Der Eigentümer von MSC mag diese Kooperation. MSC ist die größte Reederei der Welt. Wir als Innofreight sind der innovativste Bahnlogistiker. Das hat uns zusammengebracht. This brought us together. Die Gala im Hotel Böhlerstern war der Beginn einer aufregenden Reise. Von diesem Miteinander wird man in Zukunft also noch viel hören. Wir haben mit der Überlegung begonnen, wie wir unsere Kräfte bündeln und uns weiterentwickeln können. Nach weniger als einem Jahr haben wir bereits einen klaren Plan und eine klare Vision, was wir erreichen möchten. Wie diese beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit anlegen werden, davon konnten sich im prunkvollen Ambiente zahlreiche Gäste persönlich überzeugen. Sie wurden musikalisch und kulinarisch bestens unterhalten. Sie ist derzeit wohl eine der größten Schlagerstars Österreichs, Melissa Naschenweng. In Kapfenberg stellte sie sich in den Dienst der guten Sache. Beim Heldenzirkus in der Stadthalle lockte sie tausende Besucher an. Dabei wurde fleißig Geld für kranke Kinder gesammelt. Marco Mitterböck berichtet. Wir waren schon gemeinsam, wirklich oft. Strahlende Gesichter, soweit das Auge reicht. Dieses Ziel hatte sich Bernhard Scheikel gesetzt, als er den Heldenzirkus ins Leben rief. Und dieser Plan ging auf. Das zeigte die Premiere in der Kapfenberger Stadthalle. Ich bin wirklich positiv überrascht. Wirklich sehr, sehr cool. Das erste Mal. Die Melissa haben die Idee gesponnen und haben nicht gewusst, durch welche Richtung das geht. Aber wirklich, es ist wirklich eine Wohlfühlase, der Heldenzirkus. Wir wollten wirklich für Kinder und für die ganze Familie das erschaffen. Und ich glaube, wie das Feedback und von der Anzahl der Leute, ist wirklich geil. Ist, glaube ich, jetzt schon mal gelungen. Gesammelt wurde an diesem Nachmittag für herzkranke und behinderte Kinder in der Steiermark und in Kärnten. Auch Schlagerstar Melissa Naschenweng stellte sich in den Dienst der guten Sache und lockte zahlreiche Besucher an. Ja, wirklich Wahnsinn. Ich sehe nicht, wie viele Leute das da sind. Ich bin selber für angesprochen worden. Cool, dass wir es machen und dass wir für es einsetzen und es wird auch nachhaltig sein. Und wir machen mit dem Desire Heartbeat Run ja schon heute zum dritten Mal und noch da Benefit. Und ja, anscheinend taugt es den Leuten und es wird gewollt. Über so viel Publikum, darunter etliche Kinder, freute sich auch die Stadt Kapfenberg. Danke, wirklich riesiges Danke an Desire, der da wir wahnsinnig viel organisiert haben. Ich glaube, ein total tolles Event und extrem lässig für unsere Kids. Deswegen große Freude heute, dass das auch so gut angenommen wird. Gleichzeitig präsentierte sich die neue Stadthalle von ihrer vielfältigen Seite. Wurde doch auch neben dem Konzert allerhand geboten. Absolut, also von den Zirkusartisten, Zauberer, BMX-Fahrer, Supermotorfahrer, es ist alles für jeden irgendwas dabei. Wie viel Geld durch diese Veranstaltung zusammengekommen ist, wird sich schon bald zeigen. In Bruck, Leoben und Kapfenberg wurde der Schulschluss jetzt ordentlich gefeiert. Egal ob mit dem größten mobilen Spielepark Österreichs am Leobner Hauptplatz, verschiedenen Gesellschafts- und Bewegungsspielen in Bruck oder dem Sommerfest an der HTL Kapfenberg. Der Einstieg in die Ferien ist schon mal gelungen.
Ein Kinderschloss mit Rutsche, ein Hindernisparcours, eine Bastelwerkstatt und ein Schminkbereich, eine riesige Spiellandschaft, Fußballdart und noch vieles mehr. Das alles gab es jetzt am Leobner Hauptplatz beim größten mobilen Spielepark Österreichs. Passend zum Ferienbeginn wurde das Kids Mania eröffnet. Und der Name trifft es richtig gut. Denn bei diesem Angebot schlugen alle Kinderherzen höher. Doch welche Attraktion kam bei den Kleinen eigentlich am besten an? Die Dreh- und Trink, weil kriegt man umsonst das Dreh- und Trink. Dem im Schießen da. Da mitten nervt, das gefällt mir sehr. Am liebsten ist mir schon der Schießstand. Der Schulabschluss ist also schon ein voller Erfolg. Da steht den Plänen für die Ferien also nichts mehr im Wege. Wo sind deine Pläne für die Ferien? Dass ich dann Urlaub fahre. Ich fahre nach Italien und ich helfe meinen Eltern. Also ich werde viel auf Urlaub fahren und viel mit Freunden machen. Ich fahre nach Bibione, zweimal in den Family Park und danach zum Tiberteich. Die Ferien sind, wie es scheint, schon gut durchgeplant. Und auch das Ergebnis des nun vergangenen Jahres kann sich sehen lassen. Ich habe 5 Einser. Ich alles Einser. Wie war es Zeugnis? Bist du zufrieden damit? Ja, alles Einser. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem. Eine Note würde ich gern ändern, aber sonst? Sehr zufrieden, alles Einser. Dann wünschen wir allen Kindern schöne Ferien. Nie mehr Schule. Oder zumindest nicht für die kommenden paar Wochen. Das galt es in Bruck zu feiern, wo am Freitag das erste Schulschlussfest stattfand. Im Mittelpunkt standen dabei die Kinder, die sich kurz zuvor ihr Zeugnis abgeholt hatten. Wie das Schuljahr gelaufen ist? Bist du zufrieden mit dem Zeugnis? Mehr oder weniger. Ja, eigentlich schon. Ja, sehr zufrieden. Ich bin sehr froh, dass ich das Schuljahr positiv abgeschlossen habe. Ja, also es gibt... Es ist ein bisschen ausbaufähig, aber sonst bin ich echt froh. Bei Spiel, Sport und Kreativem konnten die Kinder in die Ferien starten. Geboten wurde ein buntes Programm aus Gesellschaftsspielen, Bewegungsspielen, Basketball oder Skaten. Spaß und Spannung erhofften sich die Brucker Kinder auch von den kommenden Wochen. Was jetzt ansteht? Und freut sich schon auf die Ferien? Was macht's die nächsten Wochen? Schon sehr, ja. Was macht's? Also jetzt heute die erste Woche Ferien, bin ich halt bei meiner Tante und das wird halt sehr cool. Was macht es alles? Das weiß ich noch nicht. Lass dich überraschen. Ja. Was machst du die nächste Woche? Wir fahren Kärnten und auch Därmen und so. Ich werde viel schwimmen gehen und zu meinen Großeltern fahren. Ja, das eine oder andere Mal Freibad. Ferienpass. Also ich habe mir die Ferien hundertprozentig verdient. Wir werden mein Freund und ich werden nach Kroatien fahren in der nächsten Woche. Es wird richtig lustig werden. Was macht ihr Kroatien? In Kroatien gehen wir wahrscheinlich auch ein bisschen tauchen und ja, haben wir halt ein bisschen Spaß. Fußball spielen auch, in den Pool springen, das wird schon was. Dann wünschen wir einen schönen Ferienbeginn. Bevor sich die HTL Kapfenberg in die Sommerferien verabschiedet, lädt sie traditionell zum Sommerfest. Auch mit Ausgabe Nummer 3 verfolgte die Schule jetzt ein klares Ziel. Dass am Donnerstag vor dem Schulschluss die HTL Kapfenberg ihr Festgelände öffnet und gemeinsam mit den ganzen Leistungsträgern aus der Stadtgemeinde oder aus der Umgebung feiert und sie auf den Sommer einstimmt. Neben einer Leistungsschau der einzelnen Fachrichtungen konnten sich auch die Kapfenberger Einsatzorganisationen präsentieren. Zu ihnen pflegt die HTL ein gutes Verhältnis. Doch auch abseits davon gab es allerhand zu sehen. Wir haben ganz viel Angebot für Groß und Klein, also angefangen mit dem Entenfischen für die Tombola bis zum Riesenwutzler-Turnier und halt Mario Kart, ja, Nagelsteck, also alles, was man eigentlich sich wünschen kann. Wie groß das Angebot an der HTL ist, zeigen auch die vielen Schwerpunkte, etwa im Bereich des Funkens. 2017 hat es einen Stratoflug gegeben, da direkt an der HTL Kapfenberg. Ist auch gut dokumentiert worden, damals auch mit
den Medien und gibt schöne Videos dazu. Gleichzeitig dient das Sommerfest der HTL als größtes Klassentreffen der Steiermark. Dafür sorgt der Absolventenverein, der ein großes Netzwerk pflegt. Wir haben einen Zusammenschluss von möglichst vielen Absolventen. Alle werden wir nie kriegen von dort her, aber dass wir automatisch immer schauen, dass wir wieder Treffen haben. Wir haben eine eigene Vereinszeitung, wo es jährlich rauskommt, wo das Schulleben drinnen ist, Berichte von Absolventen und möglich auch Unterstützung von Exkursionen, Klassentreffen, Schulführungen. Und eigentlich kann jeder Absolvent, der was noch nicht dabei ist und das erst jetzt sieht, bei uns beitreten, einfach melden an der Schule. Deshalb hat sich das Sommerfest auch bei den Absolventen längst einen Namen gemacht. Von daher, wenn man sich umschaut, sieht man wunderbare Stimmung und das alles. Die Leute kommen gern wieder und dementsprechend ist es eigentlich zum Schulausgang, gehört das dazu. Damit stehen unbeschwerten Sommerferien wohl nichts mehr im Wege. Die Sommermonate haben in unserer Region musikalisch einiges zu bieten. Bei den Summer Nights in Leoben gastierten mit Elton John und Billy Joel zwei wahre Superstars auf dem Hauptplatz. Performt wurden diese Hits natürlich von einer Tribute-Band. Auch am Brugger Schlossberg gab es einen musikalischen Leckerbissen. Die Oldschool Bastards sorgten dort mit Hits der 50er Jahre vor allem für Stimmung und gute Laune. Und in Kapfenberg beginnt diese Woche wieder die beliebte Sommermusikreihe. Heuer als Five in the City. Gute Musik und kühle Drinks. Immer wieder donnerstags findet die Leoben Summer Night statt. So verwandelt sich der Hauptplatz in eine Bühne für Musik und Unterhaltung. Diese Woche stand eine Elton John und Billy Joel Tribute Show am Programm. Wir haben natürlich die besten Hits von Sir Elton John und Billy Joel im Programm, also von Can You Feel the Love Tonight über My Life und Piano Man und Rocket Man und Circle of Life und alle ganz großen Hits. Ein paar, die man nicht so kennt, so Burn Down the Mission, ein paar Songs, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, die haben wir heute im Gepäck und schauen mal, wie das den Leobnern taugt heute. Getaugt hat es den Leobnern auf jeden Fall. Die vierköpfige Band heizte ordentlich ein und zog so einige Musikliebhaber auf den Hauptplatz. Ich als Musiker genieße heute mal den Abend einmal als Privatperson und darf hier bei wunderbarem Ambiente hier am Hauptplatz, bei perfektem Wetter, ein Konzert hören, was mich wahnsinnig selbst interessiert, weil ich großer Billy Joel und natürlich Elton John Fan war und immer noch bin. Die Musik von Elton John und Billy Joel hat Generationen geprägt. Diese Tribute-Show am Leobner Hauptplatz hat die Magie der Musik von zwei der größten Künstlern unserer Zeit wieder aufleben lassen. Erstens einmal sind es beide Pianisten und Sänger, so wie ich auch. Das macht es mal schon ein bisschen aufgelegt für mich. Und ich finde einfach die Songwriting-Skills, also die Qualität der Songs, die sowohl Elton John als auch Billy Joel in ihren Songs vereinen, das ist einfach sensationell. Und so konnten die Besucher den Abend bei guter Musik noch gemütlich ausklingen lassen. Die nächste Leoben Summer Night findet am 18. Juli statt. We look good! Yeah. We smell good! Yeah. We make love good! Okay. Hallo ihr Lieben, wir sind die Oldschool Bastards. Wir sind jetzt ganz kurz vor unserer Show und es tut uns furchtbar leid, dass ihr nicht da seid. Aber die da sind, freuen sich sehr und wir uns auch. Wer am Freitagabend nicht dabei war, hat wohl wirklich etwas verpasst. Die Oldschool Bastards sorgten am Brugger Schlossberg für Stimmung und gute Laune. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und ihre Leidenschaft für Rock'n'Roll. Wir haben begonnen als 50s Coverband vor 15 Jahren eigentlich. Boah, das ist schon länger her. Und wir sind mittlerweile eine Vintage-Band, kann man sagen. Das heißt, wir spielen so 50-50, also 50% eigenes Material, 50% Lieder, die Leute gern hören mögen. Das ist schon kennen, genau. Aber es wird sehr viel Rock'n'Roll sein.
Die Oldschool-Bastards heizten ordentlich ein und sorgten für ausgelassene Stimmung. Manche der Besucher hatten an diesem Abend sogar mehrere Gründe zu feiern. Natürlich in erster Linie einmal, um die Oldschool-Bastards zu hören und in zweiter Linie, um meinen 50. Geburtstag zu feiern. Unter dem Motto Kultur am Berg finden am Brucker Schlossberg immer wieder besondere Veranstaltungen statt und locken zahlreiche Besucher an. Es freut mich sehr, also die Kulturabteilung der Stadt Buch hat hier mit der Gastronomie am Schlossberg ganz was Tolles gemacht und das heute, die Oldschool Bastards, ist der Beginn und es sind noch ein paar Konzerte geplant und ich hoffe, dass auch wieder so viele Leute kommen. Diese Veranstaltung war auf jeden Fall ein voller Erfolg und wird den Besuchern bestimmt noch länger in Erinnerung bleiben. Da kann man machen, was man will. Da bin ich eher, da kehr ich hin. Einen ganzen Monat lang war der Kapfenberger Hauptplatz dank der Fußball-Europameisterschaft bestens gefüllt. Jetzt geht das Treiben nahtlos weiter. Mit 12. Juli startet Five in the City in die nächste Runde. 36 Bands werden an 5 Freitagen auftreten und die Innenstadt musikalisch bereichern. Das ECE ist diesmal zusätzlich dabei. Das italienische Lokal im Parterre und die Burger Boutique in den oberen Ebenen, die haben beide auch die Möglichkeit, im Freien zu spielen, in ihren Gastgärten oder auf der Terrasse oben und bei Regen natürlich in den Lokalen. Das bereichert uns und gibt wieder mehr Abwechslung. Dass heuer auch Lokale außerhalb der klassischen Altstadt mitmachen und die Zahl der Bühnen damit auf 7 wächst, ist zugleich ein Zeichen für die Zukunft. Wenn dann die FH mal fertig ist, dann ist auch gefühlt der Weg nicht mehr so weit vom ECE zum Hauptplatz einer. Und von dem her ist das so die Mitte und da wird ja auch gastronomisch was entstehen dann gegenüber von der FH. Und von dem her wird das dann schon eine Einheit und darum ist auch wichtig, dass jetzt das ECE schon mitmacht, dass man merkt, so weit ist das gar nicht weg. Für die Lokale ist Five in the City ein wichtiger Umsatzbringer, der gerade in den Sommermonaten zusätzliche Frequenz garantiert. Danke an die Gemeinde, danke an den Tourismusverband und an unsere Sponsoren. Es freut uns natürlich, dass da ein zusätzlicher Punch hereinkommt. Ja. Und es ist auch fürs Publikum ein tolles Erlebnis, durch die Stadt zu flanieren, an dieser, jener, sonstigen Ecke unterschiedliche Stilrichtungen zu hören. Es ist was Besonderes auf jeden Fall. Den krönenden Abschluss bildet am 9. August die White Night. Der Dresscode für diesen Abend? Ganz klar, nämlich weiß. Kapfenberg. Sport, Industrie, Leben.
Sie arbeitet nicht nur für Radio Grün-Weiß, sondern hat auch schon das ein oder andere Mal unsere Sendung moderiert. In der heutigen Folge Kultart ist also quasi eine Kollegin zu Gast. Patricia Scheuchenstuhl spricht mit Ute Veronika Olschenecker über ihre Anfänge als Moderatorin, ihre Formate bei Highway TV und ihre Gesangskarriere. Wir wünschen gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Kultart. Unser heutiger Gast hat eine der schönsten Moderatorinnenstimmen, die Ihnen aus dem Radio entgegenkommt. Sie ist seit 2016 bei Radio Grün-Weiß und passenderweise singt sie auch selbst. Patricia Scheuchenstuhl, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Willkommen bei Highway TV kann ich ja in deinem Fall nicht sagen, weil du ja schon lange vor mir dabei warst. Aber zuerst zum Anfang. Du bist in Bruck an der Mur Schule gegangen und lebst mittlerweile in Mixnitz. Wie war denn deine Schulzeit? Hast du da schon gewusst, was du später beruflich machen möchtest? Eigentlich nicht. Ich glaube, typisch für Mädchen, ich wollte Tierärztin werden. Mhm. ja, und dann irgendwie habe ich mir gedacht, doch, vielleicht Schauspiel, das wäre doch interessant, warum nicht? Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich rede eigentlich ganz gerne. Lasst sie aus dem irgendwas machen. Und ja, nach ein paar unglücklichen Versuchen, wo ich natürlich auch Psychologin werden wollte etc. pp., habe ich dann eine Radiomoderationsausbildung gemacht in Lannach, Sprechausbildung bei Erich Weißel. Mhm. Und ja, bin dann einfach zum Radio nach Judenburg, zum A1 Radio und habe da einfach gestartet. Wie hat dieser Start für dich ausgesehen? Was ist denn das Wichtige, wenn man zum Radio gehen möchte? Was sollte man beherrschen oder was sollte man lernen? Also Sprechausbildung auf alle Fälle, mhm. Weil ja, es ist einfach so, man schaltet das Radio ein und es gibt einen gewissen Ton, mhm. der natürlich verbreitet ist und es haben auch alle im Radio eine Sprechausbildung. Wir lassen auch ausbilden. Die Neuen, die nachkommen, es ist schon wichtig. Was ich immer merke, beides ist oft schwer, also viele Nachrichten und Moderation gemeinsam ist für die meisten wirklich harte Arbeit. Mhm. Viele haben eine Nachrichtenstimme, das funktioniert gut und sagen dann, na, das Moderative geht gar nicht, das, der Plauderton. Mhm. Und umgekehrt ist es aber auch gar nicht so einfach. Also das braucht schon Übung, das braucht Erfahrung und ich kann nur sagen, am besten sich einmal einen Moderator anhören, anschauen. Ich habe imitiert am Anfang mhm. die Nachrichtenmoderatoren, die Großen und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Kann ich als Tipp nur sagen, ja. Seit 2016, wie gesagt, bist du bei Radio Grün-Weiß. Wie bist du dorthin gekommen dann? Ja, A1 Radio war eben die erste Station und ich bin dann eigentlich relativ früh für die heutigen Verhältnisse Mama geworden, mhm. im Dezember 2005 und ja, dann war mal so, wie geht's weiter quasi. Und dann habe ich halt vorsichtig versucht, wie der Puppe mal ein Jahr war bei 89,6. Habe aber gemerkt, es funktioniert nicht ganz mit der Tagesmutter, Kindergarten, also in mhm. unserer Region, ist und war das nicht so unbedingt einfach. Und dann habe ich mich zurückgenommen, andere Stationen bei lokalen Fernsehsendern gemacht, MEMA TV, eben Highway TV. Und habe eben die Niki kennengelernt, mhm. Niki Gollenhuber. Und die hat mich angesprochen, weil eben eine Kollegin einen Nachzügler bekommen hat. Und sie hat gemeint, ja, die Stimme, ob ich mir das vorstellen kann. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und so ist es dann eigentlich gekommen. Ich habe gesagt, bitte, mache ich gerne. Und seitdem, ja, darf ich Teil der Radio Grün-Weiß-Familie sein. Mhm. Wie gut muss man sich eigentlich mit Musik auskennen, wenn man zum Radio möchte? Also wie sehr bist du da bewandert? Ein Kollege von mir von früher, der Gilbert Stadelbauer, hat gesagt, du bist nicht zum Musikhören da. Mhm. Also es muss dir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ich glaube, man hört sich rein. Ich kenne mich schon. Ich habe da natürlich meine Präferenzen, was ich in der Jugend gehört habe. Über die Musikschule natürlich die Klassik, Musical. Musical-Sängerin wollte ich auch werden, bis meine Gesangslehrerin gemeint hat, na, das ist schade, mach doch den klassischen Gesang. Und ja, also ich habe immer alles gehört, außer wirklich, also Schlager habe ich nicht gehört oder so mhm.
das, was halt Mama zu Hause gehört hat, das wollte ich irgendwie nicht, aber um Gottes Willen, also das war der Revoluzzer in mir als Kind. Aber mittlerweile merke ich auch, ja, also Schlager, wenn es der Richtige ist, der bei mir zündet, das gefällt mir auch. Und privat alles, Rock, Pop, Klassik, Jazz, Swing, Frank Sinatra und natürlich Michael Bublé, war ich ein Konzert voriges Jahr und ich war schwer begeistert, diese handgemachte, hausgemachte Musik mit großer Band, mit großen Sängern, wo nichts vom Band kommt und wo Menschen noch wirklich, wirklich hausgemachte, handgemachte Musik machen. Das fehlt ein bisschen heutzutage. Die Playlist im Radio, suchst du die aus? Also wählst du die Titel aus? Die kommt nicht von mir. Es gibt ja manchmal so, der spielt nur das, der spielt nur das. Es sind die Sendungen natürlich vom Musikchef auch vorprogrammiert und die werden natürlich je nach der Tageszeit gestaltet. Welche Sendung ist es? Ist es die Morgenwelle? Ist es bei der Arbeit? Ist es der Treffpunkt Steiermark? Und da läuft natürlich unterschiedliche Musik und das macht unser Musikchef Mario Freis. Den soll ich an dieser Stelle grüßen lassen. Da freut er sich bestimmt. Ja. Und Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Ich wähle es nur bei meiner eigenen Sendung aus. Und das ist schon schwer genug, weil du hast wirklich ein Riesenprogramm und überlegst, was passt zum Gast, was passt zur Sendung. Das ist eine große Verantwortung. Deine eigene Sendung heißt ja Auf Du und Du und du hast schon wirklich ganz, ganz viele interessante Leute getroffen. Funktioniert ja ganz ähnlich wie unsere Kultart, nur eben, dass man euch nur hört. Wer war denn dein Lieblingsgast bis jetzt? Kann man das so sagen? Hast du einen? Mein Lieblingsgast? Das ist schwer zu sagen, weil ich habe so viele Lieblingsgäste. Natürlich die Barbara Baldini, die bei dir war, hat mein Herz erobert. Natürlich Gary Seidel oder Klaus Eckel, da habe ich mir von meinen Lieblingskabarettisten einen Traum erfüllt. Und ich habe neulich Margarete Diesel kennenlernen dürfen, wo ich ganz viele Filme mit ihr schon gesehen habe. Und das war ganz toll. Also ich bin in Graz bei ihr gesessen im Garten. Wir haben gequatscht, zuerst das auf Du und Du, dann bin ich noch eine Stunde nachgesessen. Ich habe mir gedacht, schade, dass ich gehen muss. Schade, dass ich sie nicht so privat kenne, weil die war sehr sympathisch und so normal. Also das sind alle Gäste, du wirst das kennen. Ich habe fast das Gefühl, je berühmter, desto normaler oft. Also keine Berührungsängste und man spürt, ob die Menschen einen ranlassen oder nicht und wo die Grenzen sind, das spürst du im Gespräch. Und also vor allem die, wo ich merke, da komme ich wirklich unter die Oberfläche, das freut mich dann umso mehr. Wie läuft denn deine Sendung ab? Also du triffst dich mit deinen Gästen irgendwo anders oder vielleicht auch manchmal im Studio, nimmst das auf und dann wird das 1:1 abgespielt oder moderierst du da was nach? Sind da Pausen dazwischen? Wie funktioniert das? Jetzt erst einmal aufnehmen. Ich bin mobil mit dem Mikro natürlich, gerne im Studio. Da können wir ein bisschen besser quatschen, weil jeder sein Mikro vor dem Mund hat. Aber dann natürlich viel Schneidarbeit. Also ich habe natürlich größere Blöcke von 2,5 bis 3 Minuten, die ich vorbereitet schneide. Aber ich komme darauf an, wie lange es aufgenommen ist. Aber im Endeffekt, das auf Du und Du gekürzt, ohne die Musik, dauert um die 25 Minuten vielleicht, wenn es hochherkommt. Du hast ja dann die Werbung noch in dieser Stunde drin und die Musik, die du halt anpassen musst an den Gast und natürlich an die Länge des Interviews. Wie schnell musst du eigentlich reagieren können? Also wenn irgendwas schiefläuft beim Radio oder wenn ein Live-Anruf, ein Wunsch, vielleicht auch ein Musikwunsch kommt, wie schnell muss man da reagieren können und macht dich das manchmal nervös? Also am schnellsten reagieren natürlich bei Geisterfahrermeldungen, da gehst du direkt ins Programm rein. Ansonsten, Musikwünsche haben wir in den Wunschsendungen. Die sind anstrengend tatsächlich, weil dann läutet das Telefon, die Leute schreiben per Mail, per App, also wirklich auf allen Kanälen. Manchmal sind die gleichen dann noch am Apparat, sage ich, ihr habt es ja gerade geschrieben, ich habe es gelesen. Das ist manchmal nicht so einfach. Da muss man einfach tief durchatmen, mal läuten lassen. Das habe ich von den Kollegen gelernt. Weil ich bin immer so, dass ich mir denke, ich will ja abheben. Ich will jeden die Wünsche erfüllen, aber es geht sich halt nicht aus. Ja. Die Sendung am Samstagabend dauert 2 Stunden und wir könnten sicher mehr machen und auch am Sonntag. Aber es ist ein bunter Mix, sehr, sehr bunt.
Dort die Volksmusik, da sind die Ursprungburm und später kommt vielleicht AC/DC. Es ist beides möglich, auch hintereinander. Wie vorher schon angesprochen, bist du ja auch bei uns bei Highway TV. Davor warst du bei MEMA TV. Wir teilen uns die Nachrichtenmoderation bei Highway TV. Ich weiß noch genau, ich war wahnsinnig nervös, wie ich das erste Mal in diese Greenbox reingekommen bin und noch viel nervöser, als ich mich dann nachher selber anschauen musste beim Moderieren. Wie ist es dir gegangen? Kannst du dich da noch erinnern? Also, naja, nachdem es eine Aufzeichnung ist, ja. Mit vorgegebenem Text, wo ich mir eigentlich nichts aus den Fingern saugen muss, das hat mich nie nervös gemacht. Okay. Wir haben nur bei MEMA TV eine tägliche Sendung früher gehabt. Mhm. Die hat 1:1 aufgenommen werden müssen in einer gewissen Zeit. Wenn die Zeit aus war, dann haben wir es wirklich nochmal aufnehmen müssen, weil ich zu lang war. Mhm. Und das war schon ein Stress, weil ich wusste, das geht jetzt genauso raus und dann siehst du die Sekunden, wie lange darfst du noch brauchen. Und in meiner Verlegenheit habe ich dann gesagt, einen schönen Abend noch. Was sagst du da? Es ist jetzt nicht unüblich, aber es ist nicht mein Wortschatz. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Irgendwas schnell und weg. Also nein, das geht. Das macht mich heute nervöser. Tatsächlich. Also dieses Gespräch hier? Sitzen, hier? Wirklich? Ja. Weil du nicht moderierst, sondern weil du die Antworten gibst? Genau. Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Unterschied. Du warst aber bist immer noch bei Highway TV auch Redakteurin und hast ganz, ganz lange das Tiergeflüster gemacht. Das gibt es jetzt momentan nicht, aber hat es sehr lange gegeben, war sehr beliebt. Warum ist es denn da gegangen? Ja, im Endeffekt haben wir alles vorgestellt. Ich glaube, wir haben eine Katzenpension einmal gehabt. Ah, wir haben die Kaninchen einmal gehabt rund um Ostern. Die sind lustigerweise sehr oft geschaut worden. Ja. Es waren, kann man das sagen, eigentlich von der Zucht her, ich kann mich erinnern, das waren irgendwelche Schecken. Fleischkaninchen, aber die sind so süß gewesen und so herzig. Und ja, also die waren besonders. Und mit Armin Erdler haben wir ein Mantrailing gemacht. Da hat der Kollege, der Christian, sehr geschimpft, weil er mit der schweren Kamera durch ganz Bruck gehen musste. Aber es war total spannend, dass der Hund, wie der Hund die Fährte aufnimmt und zu sehen, wie funktioniert das. Wir haben sie auch in einem Schwupps gedreht, also ohne Schnitt oder wenig Schnitt. Das war schon immer und interessant. Also mir hat es sehr Spaß gemacht. Ja, Kraniosakral beim Pferd. Sehe ich noch das Bild vor mir. Es war kalt. Ich habe meine pinke Haube mit dem Zipfel oben auf. Stehe so am Pferd und lege hinten am Pferd irgendwie die Hände auf. Ob ich was spüre, hat sie mich gefragt. Und ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht. Okay. Also es war für mich sehr spannend. Also wie gesagt, ich wollte Tierärztin werden und Tiere, ja, mag ich sehr gerne. Jetzt ist ja Redaktion nicht unbedingt Kunst. Aber man muss ja doch ein bisschen kreativ sein. Wie gehst du an Beiträge heran? Beim Fernsehen ist es ja so, dass ich da versuche, dass ich die Bilder sprechen lasse. Weil gerade beim Fernsehen brauchst du nicht erklären, was der Mensch eh sieht. Ja. Das ist einmal der große Unterschied. Und natürlich, es hängt davon ab, was es ist. Bei den Nachrichten, bei News-Themen wird es nicht so spannend sein. Aber ansonsten, ja, ist schon toll, wenn man sich überlegt, wo könnte die Kamera am Anfang vielleicht hinfahren. Mhm. Wenn du einen Gedanken hast mit deinem Kameramann, der Kamerafrau, funktioniert das eh. Mhm. Wenn nicht, schadet es nicht, was zu sagen im Vorfeld. Wenn man sich lange kennt, weiß man eh, was der andere filmt. Und einfach das ein bisschen abstimmen, dass man weiß, wie kommt man rein und wie könnte es vielleicht auch gut ausschauen in dem Moment. Ja, aber gebt zu, wegen der Zeitknappheit habe ich schon lange keinen Beitrag mehr gemacht. Weil du bei Radio Grün-Weiß sehr eingespannt bist. Genau, also es ist natürlich mitten auf Du und Du viel zu tun. Jetzt ist die Grün-Weiße Radio-Ente dazugekommen, das neue Comedy-Format, was ja auch jede Woche neu bestückt werden will. Muss ich mal wie funktioniert das eigentlich? Also wie läuft das genau ab? Jetzt sehen es alle, jetzt wissen es alle. naja, ich stelle einfach den Leuten eine Aussage hin zu einem Thema. Ich habe neulich erst gehabt, dass ja der Kürbis in Wahrheit keine Kerne hat, sondern Samen, biologisch betrachtet. Das ist gar nicht so falsch. Also das ist eine Halbwahrheit, diese Ente gewesen. Also der Kürbis hat Samen. Deshalb muss das Kürbiskernöl in Samenöl umbenannt werden.
das erzähle ich den Leuten und dann schaue ich, wie sie reagieren. Und am Schluss kläre ich sie natürlich auf. Also so in der Richtung. Also wenn es zu absurd ist, das habe ich mir noch nicht getraut, aber ja, ein paar so Sachen, wo du einfach dir irgendwas einfallen lässt, irgendein lustiges Thema. Wir haben auch gesagt, okay, es muss künftig stilles Bier produziert werden, wegen CO2-Fußabdruck etc. und alles solche Themen. Aber ich bin wahnsinnig aufgeregt, wenn ich rausgehe zu den Leuten, wahnsinnig aufgeregt, weil ich nicht weiß, was passiert. Dann, Patricia, möchte ich mit dir zu unserem Abschlussspiel kommen. Ich werde dir immer zwei Begriffe nennen und dich bitten, dich für den zu entscheiden, der dir zumindest momentan lieber ist. Mhm. Und hab noch ein paar Mini-Fragen für dich. Bereit? Okay. Singen oder moderieren? Fangfrage. Weil ich mir gerade gedacht habe, singen würde ich gern wieder. Modern, wie früher auch. Aber im Moment natürlich logischerweise moderieren, ja. Dein Lieblingsmusiker oder Lieblingsmusikerin? Also früher Bon Jovi. Ja. Da habe ich Bücher gelesen. Ich war auf mehreren Konzerten. Ah, und jetzt hat mich einfach Michael Bublé gefangen. Dein peinlichster Versprecher? Statt Versprecher passieren da eher so Hopperlas. Einmal habe ich niesen müssen. Ein Kollege hat losgelacht. Und die Versprecher, ich sage es ganz ehrlich, das ist so, was draußen ist, ist draußen beim Radio. Dann gehört ist dazu. Es so. Das gehört passiert. Dazu. Das ist mir wurscht. Nein, wurscht nicht, aber es ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Sommer oder Winter? Frühling. Frühling. Süß oder bekannt? Bekannt. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Urlaub am Meer, aber doch in Nordeuropa, wo es kühler ist. Wen würdest du am allerliebsten zu Auf Du und Du einladen? Ja, Michael Bublé, den hätte ich schon gern. Ich würde mein bestes Englisch auspacken. Und Bon Jovi. Bon Jovi, natürlich. Natürlich Bon Jovi, John Bon Jovi. Da darf er gleich die Millie Bobby Brown, die Schwiegertochter, mitnehmen. Und den Jake, seinen Sohn, kann er gern mitnehmen, die ganze Family. Also auf euch und wir. Genau. Hast du ein Ritual vor Live-Sendungen? Ja, tatsächlich. Also ich gehe Texte, also vor Moderationen, eher vor Live-Moderationen, Off-Air-Moderationen, da gehe ich eher die Texte nochmal durch, schaue vielleicht auch einmal am Boden, gehe vielleicht noch einen Kreis und dann durchatmen, lächeln und raus. Und was möchtest du beruflich unbedingt noch erreichen? Ich würde mir wünschen, dass, dass die Radioente gerne gehört wird. Und ja, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwie doch meine frühere Sangesleidenschaft, ich habe auch in der Schulband gesungen, vielleicht noch irgendwie mit der Musik, mit allem mit einfließen lassen kann. Vielleicht geht sie das noch aus. Ich habe mich früher nie getraut und vielleicht wäre ich irgendwann mutig im Alter. Super. Danke, Patricia. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei Kultart. Das war's auch schon wieder mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 18. Juli. Aktuelle News und Infos finden Sie auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und Instagram. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie's gut, auf Wiedersehen!